Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr und ich hoffe, es geht euch gut. Ich sitze hier mit meiner Wärmflasche, denn ganz ist die Geschichte noch nicht ausgestanden, aber ich bin auf dem Weg der Besserung und wollte unbedingt dieses Video mit euch teilen. Und es ist ein bisschen improvisiert. Ich hoffe, das funktioniert so mit dem Licht und es wird nachher noch ein bisschen heller. Also bleibt sehr gerne dran, wenn euch das Thema interessiert. Wenn ihr mehr Updates haben möchtet zur Baustelle und meinen Haaren, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, denn dann verpasst ihr keine Videos. Und im nächsten Video geht es damit auch weiter. Wow, es ist, glaube ich, ganz schön dunkel. Ja, so, ich habe jetzt nochmal versucht, ein bisschen mehr Licht zu machen. Liebe Lena vom Kanal Swedish Mom hat ein paar Kanäle gefragt, ob sie sich nicht noch mal ein paar Gedanken machen möchten zum Thema Naturkosmetik, und hat auch ein paar tolle Kanäle gefunden. Ihr findet unten die Playlist und auch den Hashtag Alles Naturkosmetik, wo ihr alle anderen Videos findet zum Thema Naturkosmetik. Und da bin ich natürlich gerne dabei. Und die liebe Lena, ihr kennt sie schon von meiner letzten Kooperation. Schaut also auf jeden Fall bei ihrem Kanal vorbei und hinterlasst einen Gruß. Und die liebe Chrissy vom Kanal Chrissys Corner, die ich ja schon persönlich kennenlernen durfte, hat schon längere Zeit auf Naturkosmetik umgestellt, so wie ich in vielen Bereichen. Sie durfte ich schon persönlich kennenlernen und ich grüße dich hier mal ganz lieb an dieser Stelle. Was mich besonders freut, ist, die kleine Coco macht mit. Sie verfolge ich schon relativ lange und erinnere noch ihre Anfänge von der Vegan for Fit Challenge mit Attila Hildmann. Sie war eine der ersten, die diese Challenge machen durfte. Und ja, das hat mich auch auf jeden Fall zu Attila Hildmann gebracht. Und Fräulein Öko ist auch dabei, die ihre Ideen von Nachhaltigkeit und Minimalismus schon sehr konsequent umsetzt und euch da auch auf ihrem Kanal mitnimmt. Genauso wie zum Ausbau ihres VW-Bullis, mit dem sie dann ihre Reisen plant. Und wer daran Interesse hat, schaut sehr gerne vorbei und hinterlasst auch gerne einen lieben Gruß von mir. Ja, schaut auf jeden Fall unten in die Infobox und unter dem Hashtag Alles Naturkosmetik, da findet ihr alle Videos. Ja, und nun kommen wir zu meinem Video. Geht es um Augenpflege, allesamt aus der Drogerie, und ich habe schon einen sehr, sehr viel größeren Test, eine Testreihe für euch dort vorbereitet. Da ist nicht alles Naturkosmetik, aber da sind meine absoluten Top-Favoriten dabei. Heute habe ich mir drei ausgesucht, die ich fand vergleichbar sind und die mir auch aus verschiedenen Aspekten gut gefallen. Ich habe euch mitgenommen zum Auftrag und zur Pflegewirkung und seid gespannt. Ich freue mich, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was eure Favoriten sind, und wie gesagt, schaut bei den anderen vorbei. Ja, und um diese drei Schätze dreht es sich. Ich habe euch extra nochmal die Kartons mit dazu getan, damit ihr sie auch im Regal wiedererkennen könnt. Zum einen ist das von Santé, das Eye Fluid mit Bio-Granatapfel und Marula. Und das ist kontrollierte Naturkosmetik, 20 Milligramm sind dort drin enthalten. Und von Terra Naturi, der Eigenmarke von Müller, auch Bio-Granatapfel mit Arganöl und ja, Hautalter ab 45, sehr charmant. Und hier sind 15 Milliliter enthalten. Und von Lavera die Illuminating Eye Cream mit Perlenextrakt, Bio-Koffein für eine strahlende Augenpartie. Auch hier haben wir 15 Milliliter. Mit Sofort-Effekt, und das kann ich nur bestätigen.
Ja, vorausschicken möchte ich, dass Hautpflege immer ein sehr, sehr persönliches und individuelles Thema ist. Und deswegen zu berücksichtigen gilt natürlich, dass die Wirkungen sehr, sehr unterschiedlich sein können. Hier nochmal zum Einordnen, wie mein Hauttyp ist. Ich habe eine sehr, sehr feine, zarte Haut, gerade unter der Augenpartie, die sehr zu Trockenheitsfältchen neigt und weniger zu Schwellungen. Und natürlich auch eine reifere Haut, die besonders viel Feuchtigkeit, aber auch Lipide braucht. Insofern bin ich meistens dabei und unterstütze das Ganze nochmal mit meinen Hautölen, wozu es auch ganz bald ein sehr schönes Video gibt. Aber jetzt schauen wir uns die dreimal genauer an. So, eine leicht wilde Konstruktion hier, das ist meine Yankee-Kante. Und hier einmal der Auftrag der Terra Naturi mit Granatapfel und Arganöl. Dieses Öl ist also gar nicht zu spüren. Es ist eine seidige Konsistenz, die am Anfang ganz angenehm ist. Ja, frische Duft und sie zieht auch gut ein. Und auch auf jeden Fall die Haut mit allem Nötigen versorgt. Aber man merkt vielleicht, dass sie relativ schnell anzieht und so ein bisschen wachsig wird. Und das ist nachher auch das Hauptgefühl, das sie auf der Haut hinterlässt. Also eher so etwas Mattes, was manchmal nicht verkehrt ist, wenn man darüber noch Produkt aufträgt, dass es dann einfach besser haftet. Aber es hat dann einfach auch die Tendenz, in die Fältchen einzuziehen. Als nächstes dann die Santé, ebenfalls Granatapfel mit Marula. Und hier ist die Konsistenz deutlich seidiger, wie ich finde. Und verteilt sich besser und hat, wie ihr seht, so ein bisschen weißlichen Anteil drin. Das bedeutet eben auch, dass sie etwas aufhält, etwas also nicht wirklich deckend ist. Auch man braucht davon sehr, sehr wenig, wie ihr seht. Hinterlässt auch ein sehr, sehr angenehmes Gefühl auf der Haut. Finde aber, dass sie nicht so matt ist, sondern schon so einen leichten, ja, versorgten, frischen Schimmer hat. Dann kommen wir zu La Vera, der Illuminating Eye Cream, die Perlenextrakte und Bio-Koffein enthält. Und sie ist schon von der Farbe deutlich anders. Sie hat eben diese Rosé-Anteile und ist sehr, sehr leicht. Seht ihr, sehr, sehr eher in den Bereich flüssig, aber trotzdem auch sehr, sehr gut pflegend und sich gut verteilend. Hier auch viel zu viel. Aber ich wollte euch das einfach auch mal demonstrieren, dass sie wirklich sehr gut einzieht, auch einen sehr angenehmen, pflegenden Duft, wie ich finde. Und hier finde ich, ist der Unterschied sehr, sehr deutlich. Die Lichtreflexion. Hier ist matt, leicht schimmernd und hier wirklich reflektierend. Und ich muss sagen, auch von der Pflegewirkung, das hält über den ganzen Tag. Ich bin total begeistert. Alle drei sind in Tubenform und haben so einen fast schon pipettenförmigen Auslass. Und hier seht ihr es schon, sie sind etwas unterschiedlich geformt. Die Lavera ist etwas stärker abgeschnitten und von Terra Naturi und Santé, die sind etwas abgerundet. Wahrscheinlich, damit man sie direkt so unter dem Auge auftragen kann, was ich aber nicht tun würde, weil das dann immer zu Verunreinigungen kommen kann, die von der Haut direkt aufgenommen werden. Also ich würde es immer auf dem Handrücken auftragen und dann mit den Fingern verteilen. Und auch hier sieht man schon so ein bisschen, dass ja, die unterschiedliche Konsistenz hier von Lavera, das leicht rosé-perlmuttige und das weiße und relativ klare von den anderen beiden. Das sind die Tuben.
So, ihr Lieben, jetzt zeige ich euch einmal den Auftrag von der Santé. Und ich tupfe das wirklich so ein. Und dann kann man auch schon sehr schön sehen, wie sie einzieht. Auch gerne hier auf dem Lid. Und das Auge fühlt sich und die Haut fühlt sich wirklich sehr schön befeuchtet an. Und ich mache das auch gerne nochmal hier oberhalb der Lippe. Und vielleicht an Stellen, wo ich noch so ein bisschen extra Feuchtigkeit haben möchte. Ganz schönes Ergebnis. So, und jetzt zeige ich euch nochmal Terra Naturi auf der anderen Seite. Hier, das ist schon schön eingezogen und ich finde, man sieht auch schon einen Unterschied, so ein bisschen von der Leuchtkraft her. Diese ist ja die festeste von allen und auch transparenter, wie ihr vielleicht erkennen könnt. Ups. Bisschen schwierig so über die Kamera. Und sie zieht sehr schnell ein und hinterlässt aber für meine Verhältnisse leider ein Trockenheitsgefühl. Etwas später dann. Man sieht das jetzt auch schon. Und ja, vom Ergebnis bin ich leider nicht ganz so begeistert. Terra Naturi. Und heute zeige ich euch die Lavera Illuminating Eye Cream, die ich auch gerne noch verwende, um andere Glanzpunkte zu setzen. Und die kann man auch wirklich sehr schön einbringen. Zieht sehr gut ein. Und ihr seht es vielleicht jetzt schon, hält wirklich die gesamte Augenpartie sofort auf. Das sind wirklich diese Perlmutt-lichtreflektierenden Pigmente. Und die kann man dann tatsächlich auch als leichte Highlights hier verwenden oder zum Beispiel auch auf dem Nasenrücken. Hier meine Highlight-Punkte. Seht ihr? Gleich strahlt das Gesicht viel, viel mehr und ja, das kann man auch nochmal über dem Make-up machen und ich finde, die versorgt die Haut wirklich sehr, sehr gut mit Feuchtigkeit und gibt einfach auch diesen frischen Kick und auch den frischen Look und das gefällt mir richtig, richtig gut. Wie gesagt, schon mehrfach nachgekauft und meine absolute Top-Empfehlung von diesen drei. So, und ich schwenke euch nochmal die Inhaltsstoffe ab. Mit Bio-Granatapfel, Kernextrakt, Marulaöl und Traubenkern- und Augentrostextrakt. Das Fluid beruhigt und mildert sanft Trockenheitsfältchen. Und das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Das ist ja ein sehr leichter Auftrag, zieht super schnell ein und versorgt trotzdem auch durch das Marula langanhaltend mit Feuchtigkeit. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Allerdings muss ich sagen, dass ich ab und an da leichte Reizungen hatte. Es hat ja auch diesen schönen fruchtigen Geruch und er ist leider ein wenig reizend. Also ich habe ja sehr empfindliche Augen und von daher kann ich sowieso nicht jede Augenpflege verwenden. Das heißt, ich werde sie auf jeden Fall weiter benutzen, aber zum Beispiel, wenn ich viel draußen bin mit Wind, wo der mir die Tränen sowieso schon in die Augen treibt oder auch im Sommer, wenn ich viel schwitze, dann ist die ja, Wahrscheinlichkeit erhöht, dass da tatsächlich noch was von dem Produkt ins Auge kommt und es reizt. Insofern leider, leider, obwohl mir die Pflegewirkung sehr gut gefällt, nicht mein absoluter Favorit. Ja, und auch hier schwenke ich euch nochmal die Inhaltsstoffe ab. Und Terra Naturi ist ja die Eigenmarke von Müller. Es ist für die empfindliche Haut ab 45 sehr charmant.
Das Arganöl mildert Fältchen, schützt die Haut vor freien Radikalen und vor umweltbedingter Hautalterung. Sojaöl und Nachtkerzenöl versorgen die Haut mit essentiellen Fettsäuren und unterstützen dadurch ihre natürliche Regenerationsfunktion. Granatapfelextrakt versorgt die Haut mit intensiver Feuchtigkeit. Die Augenpartie sieht erholt und strahlend aus. Ja, das kann ich so in dieser Form tatsächlich auch bestätigen. Sie ist auf jeden Fall schnell einziehend, gut aufzutragen und nicht reizend. Allerdings muss ich sagen, dass das leichte, klebrige oder matte Gefühl, das ich nach gewisser Zeit habe, die Haut dann über den Tag doch ein bisschen zusammenzieht und sich eher austrocknend anfühlt. Und das ist ja genau das, was man bei einer Augenpflege nicht haben möchte. Insofern ist sie leider nicht einer meiner Favoriten aus diesen dreien. Ja, und die Lavera-Packung hat ein wenig gelitten, deswegen nur ein schneller Schwenk über die Inhaltsstoffe. Auch dies ist zertifizierte Naturkosmetik und die Lavera Illuminating Creme mit Perlenextrakt und lichtreflektierenden Pigmenten bringt die Augen ganz natürlich zum Strahlen. Die perlmuttfarbene Rezeptur kaschiert bläuliche Schatten und hält die Augenpartie auf. Hochwertige Anti-Aging-Wirkstoffe wie Hyaluronsäure und Bio-Koffein glätten das Hautbild und verleihen einen strahlenden Blick. Wirksamkeit von einem unabhängigen Institut bestätigt, dermatologisch und augenärztlich getestet. Ja, und das kann ich tatsächlich bestätigen. Auch das kann ich tatsächlich bestätigen. Vor allen Dingen den Sofort-Effekt, das Kaschieren von Augenschatten, und insofern ist sie für mich wirklich der absolute Gewinner und ein 3-in-1, denn ich kann sie zur Pflege nehmen und ich finde, dass sie über den Tag hinaus wirklich die Feuchtigkeit auch hält, dass ich kein Austrocknen empfinde und auch darüber durchaus noch Produkt aufgeben kann, wie einen leichten Puder oder ein Concealer, und dieses Perlmuttschimmern trotzdem noch hindurchschimmert, was ein sehr angenehmes und natürliches Hautbild gibt. Und dazu nehme ich sie sonst auch gerne nochmal als Highlighter auf die bekannten Punkte und erziele damit auf auch sehr, sehr frische, natürliche Art und Weise nochmal ein bisschen mehr Glow im Gesicht. Und das gefällt mir richtig gut, vor allen Dingen natürlich auch auf Reisen. Und von daher mein absoluter Favorit. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es teilweise etwas improvisiert und dunkel war. Und ich hoffe, es geht euch gut. Sollte es euch nicht gut gehen, wünsche ich euch baldige und schnelle Besserung und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Schaut bei den Mädels vorbei. Alles, alles Liebe, eure Betty. Bye!